Hey, war das nicht der Ausgang? Wow, interessiert mich nicht. Im nächsten Level. So, ja, es interessiert mich nicht. Und wir sammeln hier gleich mal ganz fett die Tokens hier. Ja, beeil dich mal ein bisschen. Ja, so. Jetzt drehen wir das wieder um. Das sind das alles schon gewohnt. Boah, ich will die schwulen Augen. So. Kann uns das böse Ding hier nichts anhaben. Dann haben wir wieder das Level successful abgeschlossen. Boah, nee. Nein, mein Freund, mein bester Freund. Alter, haben seine Probleme hier oder so? Oh Mann, bin ich Gangster. Nein, das war schlecht. Ja, das war echt schlecht. Alter! Wird man auch nur erschreckt, ich mach mir schon die Hosen. Wie soll man da jetzt langkommen, Alter? Das gibt's ja nicht. Allein muss ich mir gerade überlegen, wie ich hier langkommen soll. Ist mal ernsthaft. Boah, perfektes Token auf mich geschmissen, ja. Also, halt. Hier lang kommt man noch gar nicht. Boah, was ist das für ein Scheiß-Level? Ja, die Laserstrahlen, die mir meine Eier wegbrutzeln, Alter. Ganz ehrlich. Doch, so geht's, so geht's, so geht's. Oh, boah, Mann. Egal, Leute, ich weiß, wie es geht. Ich hoffe, ich verschwende nicht schon wieder meinen ganzen 11. Part für ein Level. Also, sonst geht das Let's Play von The Great Chichos Pudding Panic länger als gewollt. Wir sammeln hier jedes VIP-Token ein. Weil ich vertraue irgendwie dem Spiel nicht. Und jetzt? Der arme Pudding. Gelasert. Und die Augen gucken mich so durchdringend an. Ich weiß nicht, was das mir sagen soll. So. Nein, es war ungewollt. Perfekt. Ist. So, wenn ich jetzt so jetzt noch einmal bitte successful, gleich ist successful abgeschlossen. Ah nein, ich muss da noch mal durch. Verdammt. Oh, der wird glaube ich massakriert. Jetzt muss ich mich beeilen. Halt! Halt! Stopp! Ich will nicht zurück. Nein, nein, das will ich nicht. Halt! So. Was? In den Arsch? Was zur Hölle? Boah, und gar nicht mal lang gebraucht, Leute. Meine Uhr sagt mir gerade nur ein paar. Nein! Au! Nächstes Level wartet schon. Sag auf Wiedersehen zu den netten Tanten. Nette Tanten. Start. Oh, bin ich nicht gemein. Richtig mies. Jetzt bleiben die da mal. Boah, mein durchtriebener Plan. Plan. Nein! Oh Gott. Warum? Ich will die so enden. Ach du Scheiße! Nein! Das war das Falsche.
Habt ihr was damit zu tun, hä? Ich seh's euch doch an. Wie zur Hölle soll ich das? Vielleicht so? Machen wir mal ein bisschen Umweg. Ich mag's ja für alles viel länger zu brauchen. Ganz ehrlich, ich krieg extrem den Drehwurm bei dem Drehen dieser komischen Dinger. Ich blick da einfach nicht mehr durch. Aber ich glaube, das interessiert hier irgendwie keinen. Denn ich habe ja gar kein Verständnis. Und wir gehen gleich... Boah. Das war jetzt ganz hardcore und... Boah. Ja, einfallsloser Entwickler, sage ich mal. Nein! Bitte nicht. Jetzt brauchen wir noch mehr Tokens. Sonst schaffen wir das Level nicht. Nein, ich komme nicht mehr zurück. Boah, ist das nie. Oh nein. Ja. An diesem Level verweilen wir noch ewig, habe ich das Gefühl. Was ist das letzte Level mit den armen netten Hexen? Boah, ich hasse die. Was? Ach ja, genau. Ich hab da vergessen. Ey, nein. Alter. Hallo? Verarschen oder so? Ey, der arme Pudding ist schon so oft gestorben, weil ich es einfach nicht kann. Aber egal, das ist doch gar nichts. Stark. Ich habe so eine Ahnung, wie ich die mir aus dem Weg räume mit meinen bösen Plänen. Und zwar so. Guck. Wenn ich nein so mache, dann nämlich. Und jetzt verdrehe ich die so, dass sie dahin geht. Jetzt müsste ich gleich wieder normal fahren, genau. Und sie fährt jetzt da lang und wird erschreckt. Was? Wie will sie mich erwischen, hä? Wie? Aber es war doch ein geiler Plan, Leute. So, jetzt an und aus. Ah, mein armer Freund. Mein einziger Freund, nein. Boom. Beeilung. Plus VIP. Der war mies. Der war auch mies. Ich schaff das sogar. Ja, Mann. Ja! Jetzt kommen wir, glaube ich, zum vierten Level der vierten Welt, wenn ich mich nicht irre. Wir danken unseren Sponsoren. Der Roger Rumbox Kumbom Paus. Sagt mir viel. Nein! Der... Oh. Hä? Das kam jetzt erschrecken. Gut. Meine Frau, oh, Alter. Der wäre voll rassistisch gegen Pudding hier. Gut. Alter, ich will an die Tokens kommen. Sponsoren. Sowas hat mir kein Geld mehr übrig, die Entwickler. Haben zu viel in ihre Gemeinheiten gesteckt. Falsche Richtung. So. Oh, wie hab ich das jetzt noch geschafft? Nein. Oh, shit. Ja, man kann nicht immer gut sein. Und ab geht die Post. Wie ein stylischer Helm. Wie erschreckend war das denn? Also, das heißt links, das heißt rechts. So. Oh, bad.
Ja, immer nach links, das passt schon. Jetzt auch. Denn da war ja, ja genau. Seht ihr, plus VIP. Echt? Nein! Oh, fuck, meine Frau. Das sind so viele Puddinge gestorben. Ich bin so gruselig. Nee. Alter, Puddinge wurden massakriert. Die Armen. Oh, ich hab's drauf. Plus VIP. Immer diese Hä, sind das Haare? Hä? Weil, bitte. Ja. Alter, haben die keine Hobbys oder so? Was? Hör doch auf! Hör doch auf! Aber den sperre ich ein. Was? Halt! So, und jetzt? Wo ist eigentlich der Pudding hin? Oh, wo nicht? Boah, hoffentlich sind jetzt auch die Skelette. Wie erschreckst du dich vor Maden? Die machen dir doch nichts. Die beißen nur überall an die unmöglichsten Stellen. Keine Details. Halt! Und jetzt gibt's aufs Maul. Oh, und wie er sich... Zwei auf einmal! Ich hab's halt drauf. Jetzt muss ich noch diese Schlüssel suchen, nachdem ich hier alle Monster aus dem Weg geräumt habe. Also so da lang. Was für Büroklammer? Das war jetzt mal leicht, Leute. Der Entwickler war gnädig. Boah, lass ich das. Was? Was zur Hölle? Ich wollte schon danken dem Entwickler, dass er mal nicht gemein war. Aber ich glaube, das kommt alles noch zu früh. Ich glaube, der hat hier sich noch eine Menge einfallen lassen. Ich will es nicht wissen. Ganz ehrlich. Plus VIP. Ja klar. Was? Oh, vergessen zu drehen. Falsche Richtung. Boah. So. Jetzt hier nach rechts. Und Level abgeschlossen mit so einer hässlichen Oma im Hintergrund. Durch das verzauberte Gemälde. Weiter geht's. Du kennst die Regeln. Gelber Hebel, begrenzte Zeit. Oh mein Gott, meine Zeit läuft ab. Hä? Da werden die aufgegessen. Boah, ich will aber keine Regeln. Ich sollte... Weg! Weg, jetzt beeilen. Nein, nicht beeilen. Unnötig. Ey, das ist jetzt verarschen. Jetzt. Nein. 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 Wenn ich ganz normal fahren würde, würde es vielleicht sogar reichen. Lass es drauf ankommen. 12 Sekunden nichts tun, stehe ich voll drauf. 4, 3, 2, 1. Es hat gewirkt, Leute. Ich hab's geschafft. Weg. Meine Special-Waffe. Unnötig. Was? Jetzt krieg ich auch noch ein VIP-Token. Was ist denn jetzt los?